Alter, was? Och nein. Ah, scheiße. Das gibt es nicht. Ich bin ausgewichen, Alter. Oh, knapp, Alter. Wollte er gerade mit mir kurz Prozess machen. Ah, oh, fuck it. Ja, war klar. Ah, scheiße, da hat mich noch so ein hässlicher Pfeil, glaube ich, getroffen. Oder so ein fetter Ritter, so ein Scheiß. Die hole ich mir, Alter, die hole ich mir jetzt richtig. Jetzt bin ich angefüttert. Wie so ein Piranha, weißt du? Wenn er da so einen Menschenarm reinschmeißt, dann sagt er sich, Alter, boah, jetzt habe ich richtig Bock auf Mensch. Und deswegen essen Piranha Menschen, Mann. Da hat irgendjemand mal so einen Arm reingeschmissen. Für deine Nüsse habe ich auch was hier, Junge. Das ist ein Schwert, du. Das ist feinste Handarbeit, Mann. Hör mal, das ist gutes Schwert, sag ich dir. So. Ja, komm her. Trau dich. Na, los, komm raus. Komm raus und spiel, Mann. Fuck it. Alter. So peinlich. Weißt du, jetzt habe ich hier schon wieder angekratzte Lebensleiste, Mann. Muss euch hier ein paar Gegner fertig machen. Stellt euch das denn mal vor. Ja, ich habe mich jetzt töten lassen. Ist doch scheiße. Nur einen kleinen Schluck Tee genommen. Dornenrüstung sieht auch geil aus. Passt bestimmt zum Dornenkranz, den Jesus mal getragen hat. Ist so ein Ausgeh-Outfit. Ey, das gibt es nicht. Alter, komm her. Ach, meine Fresse, gehen die mir hier auf den Sack, Jungs. Was steht die mir hier im Weg rum? Wollt ihr nicht, dass ich hier mal einen Endgegner fertig mache? Was ist denn mit euch los? Ich dachte, wir sind Superfans. Oh, geht doch. Das ist halt bloß kacke, weil schon wieder zwei Essensflakons flöten sind, weißt du, was ich meine? Warum ich den da unten immer gemacht habe, weiß ich auch nicht. So, okay, dann wieder hier, schön, richtig geil, bam. Smoke und Ornstein, Mann, mit hier Schild auf dem Rücken, ne, und geiles Schwert hier in der Hand, Mann. So, mach ich jetzt richtig fertig, hier. Okay, oh. Nein, Mann! Alter. Och, fuck it, ey. Wer bist du denn mit deinem Hammer, Mann? Bist du Super Mario oder was? Ey, gibt es doch gar nicht, Alter. Och Mann. Na komm, jetzt schlag zu. So,
So, jetzt komm her. Och Mann, nee. Alter. Ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört. So, auf geht's. Nächste Runde. Vielleicht wird's ja jetzt was. Okay, laufen. Alter. Ey, das gibt es nicht. Okay, noch einmal. Oh Mann, schon wieder, weißt du? Der Typ hier hat auch nichts Besseres zu tun, als mich anzuhitten. Wichser. So. Geht doch. Ich würde das jetzt echt gerne nochmal schaffen, muss ich sagen. Das wäre schon ziemlich geil. Das wäre es. Ah, wir hatten es auch schon fast, wenn ich daran denke, ne, Alter. Wahnsinn. Die Sache ist halt, ich würde einerseits jetzt gerne wissen, wie es aussieht, wenn Ornstein Smaug absorbiert. Absorbiert würde. Andererseits habe ich keinen Bock auf einen kräftigen, flinken Penner da, weißt du? Gibt schon einen Grund, warum ich den hier zuerst mache. Uhuhu. Okay. Alter, nee. Och Mann. Ey, du bist doch hier nirgendwo, weißt du? Ja, ein Doppelhit, weißt du? Ein fucking. Das Ding ist halt, du brauchst ewig, bis du von diesem Scheißhammer also wieder aufstehst und dann zieht der nochmal nach, weißt du? Ach, diese kleine Kloake. So, bam, geht doch. Ich möchte dazu eigentlich echt gar nichts mehr sagen, Mann. So, wieder hier einen kleinen Essensflakon schlürfen. So schön geschlürft. So. Und dann gehen wir wieder hier hoch. Und versuchen es gleich noch einmal. Es kann ja nur schief gehen. Es wird auch nur schief gehen. Aber psch, psch, psch. Bis jetzt wissen Smaug und Ornstein wissen ja noch nicht, dass sie den Kampf gewinnen werden.
Also vielleicht haben die auch noch so ein bisschen Panik, weißt du, das ist jetzt so ein bisschen psychologische Kriegsführung hier. Die müssen jetzt mal ein bisschen Panik haben. Ja, dann machen wir die fertig mit etwas Glück. Aber sie dachten, sie verlieren, ja? Alter, weißt du, ich verstehe, dass die Säule kaputt geht. Ich hab's so kommen sehen. Oh, hallo. Alter, gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht, Mann. Ja, jetzt bin ich in der Ecke, Alter. Wenn ich auch wüsste, wie man da am besten irgendwie rangeht, weißt du? Das ist so ein bisschen. Ein bisschen knifflig ist das hier. Zack. Ja, okay, der Typ guckt uns einfach nur zu, wie wir seinen Homie töten. Damit kann ich leben. Okay, na, jetzt hier mal nach rechts. Dann gehen wir jetzt hier die Treppe hoch. Dann gehen wir sie gleich wieder runter und zack, sind wir bei den Endgegnern, die uns andauernd töten. Eigentlich nicht zu geil. Muss ich ja ehrlich mal zugeben. Okay, oh, Vorsicht, ja. So, dann kommt hier der dicke Typ. Oh. Der hat uns erwartet. Da höre ich den Bogenschützen. Da habe ich was fliegen sehen. Das war, glaube ich, seine Angriffswaffe. Irgendwas Fettes. So, hier, komm rein. Alter, ich wollte gerade rollen, weißt du? Ich wollte gerade rollen. Ehrlich? Ehrlich? Ey, das gibt es nicht. Wie hart sind denn diese Typen, Mann? Sag mal, wie hart seid ihr denn? Zack. So, wenn wir Dark Souls 1 irgendwann niemals durchhaben und ich auch Dark Souls 2 vielleicht spiele, also als Let's Play, ich denke privat werde ich es spielen, was ich auf jeden Fall Let's Playen wollen würde oder auf jeden Fall spielen wollen würde und dann wird sich halt ein Let's Play mal wieder anbieten, Demon's Souls, also der Vorgänger zu Dark Souls, da habe ich so ein paar echt geile Endgegner gesehen und so ein bisschen den ganzen Scheiß und das sah echt, also es sah besser aus als Dark Souls, gebe ich offen zu, fand ich geiler. Muss aber auch sagen, dass mir Bloodborne von der, was ich, also von dem Optik, von dem Optik, von der Optik und so weiter besser gefallen hat als Dark Souls 3. Das hat auch geile Sachen, aber sind die Bloodborne ist echt hübsch. Ich weiß nicht, in welche Richtung du da rollen sollst, weißt du? Alter, ich bin doch unter seinem fetten Arsch durchgerollt, oder was?
Oh, knapp. Ja, war so klar. Es war so klar. Weißt du, der einen Moment. Ja, und dann holt er dich gleich wieder. Das meine ich, Alter. Das ist echt knifflig. Weiß ich auch nicht ganz, was ich gegen machen soll, um ehrlich zu sein. Oh Mann. Ah, es gibt es nicht, Alter, weißt du? Hier. Für deine Mutti, kannst du mitnehmen. Die alte Flitscher hat's verdient. So, nochmal. Denke, wird das auch erstmal der letzte Versuch vorerst sein und dann das nächste Mal wieder. Puh, was strengt immer ganz schön an? Das kann man sich vielleicht so nicht vorstellen. Aber das Ding ist halt, man labert dabei die ganze Zeit. Jedenfalls großteils. Also nicht im Kampf. Gegen, ne? Flitsche und Flitschenstein. Ansonsten, man wird halt leiser, umso mehr man sich konzentrieren muss. Aber man konzentriert sich auch besser, wenn man nicht labert. Irgendwie. Gerüchteweise. Habe ich gehört. So, normal. Und jetzt kommt hier, guck mal, hier kommt wieder El Dondo Rondo an. Jo. So. Okay. Okay. Oh, nee, Alter. Oh, knapp. Jo. Oh Mann. Ja, gerade als ich einen kleinen Estus-Flakon saufen wollte. Jo, das war's auf jeden Fall erstmal für diese Aufnahmesession, sage ich mal. Wir sind gut weit gekommen, wir haben den Typen mitgetötet, der uns das letzte Mal die ganze Zeit getötet hat. Wir haben jetzt hier den Endgegner gesehen, der uns jetzt die ganze Zeit tötet. Das nächste Mal töten wir einfach den Endgegner. Bis dahin, ne? Wie immer, habt eine schöne Zeit und haut rein.